Grüße. Ich nahm an, dass das Horn ein Signal war, als ich sah, wie die Adligen hinausrannten. Gut gemacht. Mit den Adligen in Sicherheit können meine Wachen das Lager nun bedenkenlos stürmen. Wir werden keine Probleme haben, den Rest der Rotkrähenbanditen zusammenzutreiben. Hier, mit den besten Empfehlungen der Wache von Dolchsturz. Es hat funktioniert. Ich habe mich schrecklich gefürchtet und das gebe ich auch zu. Natürlich denkt mein Gatte, dass das alles nur ein großes Abenteuer war. Nein, Mara sei Dank. Der einzige Verlust, den ich bedauere, ist mein Schmuckkästchen. Den Rest können wir ersetzen. Ich bin nur dankbar, dass wir noch leben. Der Anführer der Banditen, ein Ork namens Tarkul, er hat es genommen. Das Kästchen lässt sich nur öffnen, wenn man ein Angehöriger unserer Familie ist. Das habe ich ihm auch gesagt, doch es war ihm gleich. Wenn ihr es zurückholen könntet, würde ich eine Belohnung für euch arrangieren. Sobald ihr meine Kassette findet, gebt gut auf sie Acht, bis wir vor diesen feigen Banditen in Sicherheit sind. Und seid vorsichtig. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird, nur weil er mir hilft. Ja, meine Vorfahrin ließ das Kästchen anfertigen, um ihre Wertsachen zu schützen, während sie auf See war. Das Kästchen war an ihr Blut gebunden, damit nur sie oder ihre Nachkommen es öffnen können. Seitdem wird sie von der Mutter an die Tochter weitergegeben. Nun, Schmuck natürlich. Um genau zu sein, enthält sie die Siegelringe der Noelom und die Ringe der Familien, die mit der unseren durch Heirat verbunden sind. Die Ringe werden von uns sorgsamst sortiert in diesem Kästchen aufbewahrt. Viele dieser Ringe reichen schon Generationen zurück.